hier von Theme Park Guide. Also Timo, Paske und ich sind heute im Freizeitpark Plon und nehmen euch mal mit. Right now, I can't deny you never left my mind and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now I pay the price I do. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always. Family Coaster hier im Park. Und auf geht's! Wie süß es guckt. You about my regrets. Why did I have to break it up? Guess I was way too shallow. My mind was way too narrow. I thought that I'd be better off, but now I pay the price I do. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on my mind. Thought you'd be gone by tomorrow, but you're still there tomorrow. And the next day, I wish I wouldn't remember how you make me feel better in the best ways, the best ways. I know why we say goodbye, but can we turn that bye into hello? Next Stop war El Toro. Holzachterbahn von GCI, 2009er Baujahr, 11 Jahre alt, dafür fährt sie sich noch recht gut. Rappelt zwar ein bisschen, also es ist ein durchgehendes Schütteln, lässt sich aber gut aushalten, finde ich. Macht jetzt nicht so Kopfschmerzen oder so, es ist halt einfach so, als ob man auf so einem Schüttelbrett steht. Dafür eine witzige kleine Holzachterbahn. Wir sind El Toro gerade noch mal in der ersten Reihe gefahren. Und nachdem wir uns Phantasialand-Tickets bestellt haben. Yay! Ich finde, in der ersten Reihe macht sie noch viel, viel mehr Spaß, als wenn man irgendwo mittig oder hinten sitzt. Da hat sie ordentlich Schmackes, würde ich sagen. Spontan gefragt, ob wir uns die Wartungshalle von Dynamite angucken wollen. Ja. Wir sind total geflasht. Wir haben uns mega darüber gefreut. Haben ganz viel erklärt bekommen zur Technik, wie was funktioniert und durften auch alles anfassen. Das war halt echt cool, einfach mal Fragen stellen zu können, wie irgendwas funktioniert und dann wird dir das direkt erklärt und so. Das war schon echt cool. Vielen lieben Dank nochmal an den netten Mitarbeiter vom Freizeitpark Plon. Ganz genau. Die ausführliche
Runde, ich glaube fast eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde waren wir jetzt da und ja, vielen mega. Lieben Dank. Gefahren. Und das zweite Mal. Und das zweite Mal gleich hinterher. Wir konnten sitzen bleiben. Ist nicht so viel los heute. Und es hat Spaß gemacht. Ja. Super witzig, ja. Schönes Fahrgefühl. Man merkt, dass es von Mack kommt. Mack-Produkt. Macht echt Spaß. Timo hat gesagt, auf dem äußeren Sitz wackelt es ein bisschen. Aber auch nur in der Schraube zum Schluss. Also der Rest ist schön. You take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. I think I need a minute to figure out my limits. You cross them more than once, yeah. You take my love for granted. We keep on talking from body to body, yeah. Just being nothing else. I'm a sucker for your love. Even though it's kind of tough. So, für uns geht's jetzt weiter mit einer Runde Minibar. Im Dunkeln. Im Dunkeln. Das ist mein Train von Vekoma. Und hier ist auch nichts los. Wir können gleich durchgehen. Gemütlichste Vekoma Mine Train, den ich jemals gefahren bin. Und der wohl auch thematisierteste Mine Train, den ich bisher gefahren bin. Das sowieso. Das auch. Erste Runde ist irgendwie so die Schaufahrt gewesen, wo man sich alles angucken kann. Und die nächsten zwei Runden geht's mit gut Speed dann doch nochmal durch die Halle. Also das war ganz witzig. Also echt cool. Hat mich wirklich überrascht. Body to body, yeah. Gerne. Boah, ist das anstrengend. So, ich habe es mir hier mal gemütlich gemacht. Wir fahren jetzt nämlich Tretboot oder die Jungs trampeln und ich lasse mich rumkutschieren. Es hört sich so ein bisschen an, als ob es geölt werden muss. Aber unser Boot sieht fast aus wie das von den Flintstones. Das ist eigentlich ganz witzig und die machen das sehr, sehr gut. Feeling you'd come back and save me.
back to your bedroom. Kleine Mittagspause zwischendurch. Bei mir gibt es mal wieder eine Ofenkartoffel für 5,20. Und die zwei Jungs haben die Westernpfanne. Ja. Für 7,50 €. Ist zwar jetzt alles außer Warmhaltetheke, schmeckt aber trotzdem dafür. And I'm just pointless without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end things like we did. I'm sorry for all those promises I made you. Ja, nach unserer Stärkung fahren wir nochmal eine Runde mit der Wildwasserbahn und hoffen einfach, dass wir nicht so nass werden, weil heute ist das Wetter nicht so schön. Wir gucken einfach mal. Honestly, I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Also die Wildwasserbahn hier in Plon macht mehr Wind, als es eigentlich für Not tut. Man wird gar nicht so wirklich nass. Zumindest wir jetzt nicht. Pascal hat ein bisschen Spritzwasser vorne abgekriegt. Ja. Unser Bild sah grandios aus. Wir haben alle mit den Augen gekniffen, so. Weil wir einfach Schiss hatten, dass wir nass werden. Aber sind recht trocken wieder rausgekommen. Your body on the kitchen table and move the dishes to the side. Dann jetzt bei uns auf dem Ende zu und wir sind auf dem Weg zur Rafting-Anlage. Mal gucken, ob sie genauso viel Spaß macht wie im Bayernpark. Oder im Wiener Prater. Oder im Wiener Prater, genau. Wir haben ja jetzt ein paar schon getestet und ja, mal gucken. Baby, I still wear the shirt you gave me. Cause it reminds me of the times when I was down in. On, turn the lights down low, throw the pillows off the bed. Blow the candles out, move your body slow. If you got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Beim Flug des Teutates sind wir gar nicht nass geworden. Überhaupt nicht. Da sind so eine Mini-Drops oder wie auch immer und das bremst ordentlich aus, nimmt Geschwindigkeit und irgendwie auch so ein bisschen den Fahrspaß. Sieht schlimmer aus, als es ist. Also absolut. Man denkt, man wird jetzt klitschnass, ist aber nicht so. Die anderen sind um einiges nasser gewesen. Let it go. You got something on your mind. I'm a try. So, das war unser Tag hier im Freizeitpark Plon. Wir hatten einen schönen Tag, wir haben eine riesengroße Überraschung gehabt, dass wir in die Werkshalle von Dynamite durften und haben uns mega darüber gefreut. Ja, ist ein super schöner kleiner Familienpark, klasse thematisiert, überall, ja, Liebe fürs Detail, würde ich behaupten. So neigen sich 11 Tage dem Ende entgegen und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Nächste Tour ist quasi schon geplant. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, lasst und klappe die 35. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Facebook, Instagram und hier auf YouTube. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.